Ja, Fulminictus. Und andere böse Sachen. Gute Entscheidung. Ich mach das schon. In Ordnung. So. Okay, und dann sind wir hier schon mal aus dem Abschnitt raus und können jetzt in den anderen Abschnitt gehen. Ich wollte erst Drakorium haben, bevor ich mich mit dem Bären anlege. Weil Drakorium ist ein verdammt starker Magier. Er ist ein total verwirrter Typ, aber ein verdammt starker Magier. Vor allem sein... Ja, seine Astralenergie und seine Regeneration. Man wird nirgendwo jemanden finden, der eine Astralenergie von 4000 hat. Außer Corium. In Ordnung. Das heißt, er kann eigentlich Fulminictus und... Schlafzauber und alles Mögliche einem die Ohren ballern. Wird gemacht. Und ja, mit das, so viel Astralenergie meine ich natürlich niemanden mit so viel Astralenergie in diesem Spiel hier. Da ist unser Bär. Amazone voraus. Wer sonst als ich? Dieser Bär ist recht stark. Seine Raserei auf andere Art beenden können. Bei Rondra, ein würdiger Gegner ist bezwungen. Ruhm und Ehre. Ja. Ich nehme die Sache in die Hand. Leider hatten wir halt keine andere Wahl. Der Bär wurde vielleicht von irgendwas oder irgendwem verhext. Vielleicht von demselben Fremden wie der, der Dranor bedroht hat. Weil es ist nicht normal, dass ein Bär Leute verschleppt und frisst. Giftpfeile. Und ein Silberring. Naja, hier liegen noch mehr Skelette rum. Ich mach das schon. Okay, es sind hauptsächlich Räuber. Ist trotzdem nicht so schön.
Vielleicht haben auch die Räuber den armen Bären angestachelt. Amazone voraus! So. Ein Bär im Dunkelwald. Das war ein harter Gegner, doch ich habe ihn besiegt. Informiert Jäger Kautzenstein. Der Bär ist erlegt. Nun soll ich zum Jäger zurückkehren, um meinen Erfolg zu berichten. Ja, ich glaube, beim Ausgang war auch noch eine Ratte. Also ein Findling war da auf jeden Fall. Ja. Gute Entscheidung. So. Manchmal ist die Kamera komisch. Oh, hier ist noch eine Wolfsratte gewesen. Ich mach das schon. In Ordnung. So. Folgt mir! Dann mal raus hier. Frische Luft! Ganz fabelhaft habt ihr das gemacht. Ich bin euch sehr dankbar. Und jetzt weiß ich's auch wieder. Wie konnte ich das nur vergessen? Transversales Teleport. Ja, jetzt teleportiert er sich einfach weg. Flop. Der verschwundene Zauberer. Triff Rakorium in Abendstreu. Geleiter kommt aus der Höhle. Unfassbar, er ist verschwunden. Einfach so. Er murmelte irgendetwas von Transversales und weg war er. Offenbar ist er doch ein größerer Zauberer, als der erste Anschein vermuten ließ. Ich hoffe, ich finde ihn im Dorf und er erinnert sich noch daran, dass ich ihm geholfen habe. Ja, transversales Teleport. Ein sehr netter Zauber in der Nordland-Trilogie. Also da konnten die eigenen Magier ihn auch lernen, um sich schnell mal die Gruppe quer durch den Dungeon zu teleportieren. Weil das Spiel halt auch so ausgelegt war, dass es keinen Ausgang am Ende gab, sondern man zurück zum Eingang musste. Hat man sich einfach mit transversales Teleport raus dorthin teleportiert. Wenn man einen Magier hatte, der das konnte. Ja, informiere Jäger Kautzenstein. Triff Rakurm in Arvestreu. Ich muss den berühmten Zauberer noch einmal finden. Diesmal wird er sicher in Arvestreu bei seinen beiden Novizen zu finden sein. Ich hoffe inständig, er denkt daran, mir ein Empfehlungsschreiben für die Zöllner Nandor auszustellen. Das heißt, von hier aus kann ich erst einmal zu Kautzenstein ihm die beiden Sachen geben. Oh, und ich kann auch. Amazone voraus. Ach, sie hat die Fackel sowieso schon abgelegt. Gut, dann behalte du sie mal in der Hand, auch wenn wir hier draußen eigentlich keine Fackel brauchen, aber ich habe nicht mehr genug Platz im Inventory. Außer ich mache das so. Ja, mal gucken, ob ich einfach an den Wildschwein vorbeilaufen kann. Wahrscheinlich zu können, also die Gegner respawnen, aber nicht die Pflanzen leider. Die wachsen nicht so schnell nach und mit die Gegner respawnen meine ich hauptsächlich jetzt die
Tiere. Hallo. Ich stehe in eurer Schuld. Was kann ich für euch tun? Ich habe die Leitwölfin erlegt und ihr Fell mitgebracht. Außerdem konnte ich den Bären zur Strecke bringen. Ich habe seinen Kopf bei mir. In euch steckt mehr als der erste Eindruck erahnen ließ. Ich stehe tief in eurer Schuld. Nehmt daher bitte diese 45 Silbertaler als Zeichen meines Dankes für eure Hilfe. Aber deinen Kopf könnt ihr behalten. Ich habe dafür keine Verwendung. Aber was soll ich mit dem Bärenkopf? Ich dachte, ihr wolltet ihn. Nein, ich wollte nur sehen, um sicher zu gehen, dass ihr den Burschen auch wirklich erlegt habt. Verstehe, aber was mache ich jetzt mit dem Kopf? Ich habe kürzlich mit Vertalion gesprochen. Er hat mir mitgeteilt, dass er sich eine Trophäe für sein Wirtshaus wünscht. Vielleicht könnt ihr bei ihm noch eine bare Münze für den Bärenkopf erhalten. Ja, als alter Jäger könnt ihr mir bestimmt noch etwas beibringen. Wir werden sehen. Bogen, Speere, Tierkunde, Wildnisleben. Nee, brauchen wir alles nicht. Alle mal hergehört. Bogenbau brauchen wir irgendwann mal. Amazone voraus. Aber nicht unbedingt bei ihr. Ja, also erstmal geschlossen. Der Bär im Dunkelwald. Ich habe den Bären erlegt. Jäger Kassenstein gab mir den Tipp, dass der Wirt eine Verwendung für den Bärenkopf haben könnte. Er soll schon seit geraumer Zeit nach einer Trophäe für sein Wirtshaus sehnen. Was plagt im Dunkelwald? Nach erfolgreicher Wolfswerk bekam ich von Jäger Kassenstein meine Belohnung. Offen. Wie ich erfuhr, sucht der Wirt des scharfen Schwertes verzweifelt nach einer schönen Jagdtrophäe, mit der er sein Gasthaus schminken kann. Der Bärenkopf wäre genau das Richtige. Bringt für Talion den Bärenkopf. Der Bärenkopf soll als Trophäe für das Gasthaus zum Wirt. Soll ich als Trophäe für das Gasthaus zum Wirt Talion bringen? Mhm. Ich nehme die Sache in die Hand. Helles Pferdocker und Quellwasser. Und dieses Fass muss auch noch dran glauben. Noch ein Messer. So, das heißt, wir gehen hier den südlichen Weg. Raus aus dem Wald. Dann können wir uns die Koschamazungen eigentlich genauer betrachten. Päckchen mit der Aufschrift 8 Unzen Koschamazungen für Gallufrant. Ich... ja. Gut, und ab hier sollten wir dann unsere Waffen noch nicht mehr brauchen. Ich mach das schon. Dum-di-dum-di-dum. Gut, da ist Rakorium. Der sollte uns endlich mal sein Empfehlungsschreiben geben. Ich nehme die Sache in die Hand. Wie schön, euch zu sehen. Ich bin immer noch nicht Nottel. Brenno, ihr sundes Durin. Meister Akum, gut, dass ich euch hier finde. Ihr wart einfach weg. Sicher, das ist bei einem transversales Teleport sehr normal. Euer Gesicht haben wir es schon einmal gesehen. Was wollt ihr denn noch gleich? Irgendetwas war da noch. Das bleibt uns schreiben für den Zöldner, das. Über das sprachen wir doch in der Höhle. Nordicus Kamatis Ka. Kausali, natürlich, hier ist es ja auch, euer Schreiben. Ich hoffe, Rufus hat euren Namen richtig. Ich müsste schon längst in Ferdox sein. Also los, ihr nichtsnutzigen Bengels. Rufus, Brenno, ihr Sohn des Turins, festgehalten. Transversales Teleport. Ja, und... Urlana hat Level 3 erreicht. Er hat Stufe 4 erreicht. Das heißt, mehr Schlösser knacken, bitte. So. Noch ein bisschen mehr betören, ein bisschen Menschenkenntnis. Ein bisschen überreden.